Also die Thematik Sicherheit wird natürlich in einer Werkstatt für geistig behinderte Menschen sehr, sehr groß geschrieben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da wir hier sehr viel auch mit Vorrichtungen arbeiten müssen, um die Arbeit für unsere Mitarbeitern halt dann auch so anzupassen, dass sie nach ihren Handicaps oder nach ihren Beeinträchtigungen dann auch entsprechend die Arbeit ableisten können. Und da ist ganz egal, ob im Schablonenbau, ob beim Einrichten von Maschinen, Handwerkzeug, ist die Arbeitssicherheit ein sehr, sehr wichtiges Thema hier bei uns in der Werkstatt und beansprucht auch eine gewisse Zeit und ist sehr, sehr hoch angesiedelt.